Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry 3. Das letzte Mal haben wir es nicht ganz geschafft, da vorne das Ding lautlos zu übernehmen, den Funker zu töten. Das lag hauptsächlich daran, dass wir jemanden doch erschossen haben und dadurch die anderen auf der anderen Seite des Bootes alarmiert wurden und wir deshalb leider entdeckt wurden. Na toll. Aber dieses Mal werden wir das garantiert besser hinbekommen. Garantiert. Dazu müssen wir nur den Funker da hinten erledigen. Da den Typen. Und den da hinten meiden. Genau den. Auf der anderen Seite sind sonst auch noch Leute, aber die sollen uns gerade egal sein, weil die uns eh nicht sehen können. Es darf eigentlich nur keiner sehen, wie wir hier ankommen. Den Rest kann man dann mit einem Takedown machen, aber die reden jetzt eh da vorne gerade miteinander. Theoretisch kann man ihn erledigen, während er gerade da ist, aber ich lasse das mal besser. Wir versuchen das einfach so hinzukriegen wie das letzte Mal, nur dass wir dann den Schweißer irgendwie noch separat mit dem Messer ausschalten. Das wird wohl am einfachsten sein. Ja, sehr schön. Und wir plündern die Leiche kurz. So, wunderbar. Dadurch haben wir jetzt, glaube ich, die Zusatzziele hier erfüllt. Also nicht entdeckt zu werden. Wenn wir nah genug am Gegner dran sind, dann können wir anscheinend einen Takedown starten sowieso und... Oh, ich wollte eigentlich dich plündern und nicht nochmal zerschneiden. Eine Goldkette. Na, klasse. Dabei stehe ich gar nicht so auf Goldschmuck. Ich habe den Funker doch jetzt erledigt, oder nicht? Müssen wir jetzt nicht hier... Hä? Oder gibt's hier jetzt noch einen? Gucken wir mal hier vorne. So, wir sind jetzt so ganz weit rechts oben auf der Karte. Da ist noch ein Ziel, okay? Das heißt, wir haben noch einen Funker, den wir erledigen müssen. Lautlos, hoffentlich. Da vorne ist noch jemand am Schweißen. Der wird uns wahrscheinlich nicht so schnell sehen. Allerdings wird das nicht der einzige sein, der da hinten noch ist irgendwo. Scharfschützen, Schwergewicht. Okay, das interessiert uns gerade nicht so. Die sind hier anscheinend immer nur zu zweit. Wie es aussieht, wovon einer ein Schweißer ist. Und der Schweißer kann uns ziemlich egal sein, weil der uns eh nicht sieht. Ich denke, ich werde den dann erledigen, indem ich hier an dem vorbeigehe irgendwie. Oder wir werfen mal Steine. Das könnte man natürlich auch ausprobieren. Aus Far Cry habe ich damals noch schlechte Erfahrungen mit Steinen. Weshalb ich da gerne von absehe, die zu benutzen. Ich versuche das mal mit einem Stein. Und zwar werfen wir den da hinten hin. Geht er jetzt da hin, oder? Na toll, jetzt hat sich der Schweißer auch umgedreht. Das wollte ich doch gerade vermeiden. Ja, der schweißt weiter. Okay. Na gut. Der sollte sich jetzt demnächst nicht umdrehen. Ich schätze mal, wir können den da mit einem Takedown ausschalten. Ich hoffe es jedenfalls. Takedown. Ja, sehr schön. Hervorragend. Die werden beide erledigt. Ohne entdeckt zu werden. Jawohl. Ist ja schon fast... Das hier ist schon wieder so Assassin's Creed-mäßig. Das ist so ähnlich wie mit den Towern. Mit den Störtürmen. Ist ja lustig. So. Da vorne ist angeblich noch ein Ziel. Noch ein Funker. Wie viele Funker es hier gibt. Ich hoffe, es kommen nicht ganz so viele nicht entdeckt werden Missionen, weil ich die irgendwie... Weiß ich nicht, die sind schon ganz lustig, aber jetzt nur so rumzuschleichen ist auch nicht so mein Ding. Eigentlich renne ich gerne lieber in die Geschehen rein oder... Oh. Oder lass mich entdecken. Ist mir eigentlich immer ziemlich egal, ob ich entdeckt werde, dann kommen die auch wenigstens an.
War das der einzige da vorne? Auf jeden Fall buddelt der. Oh. Ah, das ist ein Hai. Interessant. Bleiben hier mal so einigermaßen in Deckung. Aber ich sehe jetzt gerade auch keinen anderen auf der... Da vorne ist noch einer, der Patrouille läuft. Okay, gut. Das heißt, wir müssen uns irgendwie da vorne anschleichen. Das schaffen wir, indem wir hier ganz rechts bleiben. Hoffe ich jedenfalls. Und dann erledigen wir den Typen, wenn der andere gerade nicht hinguckt. Das sollte eigentlich funktionieren. In der Theorie funktioniert es schon. In der Ausführung ist es noch nicht ganz der Fall. Okay, gut. Die haben uns noch nicht gesehen. Und der Kommandant steht da vorne, guckt aber in unsere Richtung. Da sollten wir etwas auf der Hut sein, dass der uns jetzt nicht entdeckt. Ja, jetzt wird der Hai die ganze Zeit gekennzeichnet, obwohl das gar nicht mal so nötig ist. Hm. Kriegen wir den jetzt? Weiß ich, dreht er sich gleich um? Der andere kommt auch gerade wieder zurück. Auf jeden Fall können wir den einen jetzt erledigen, ohne entdeckt zu werden. Sehr schön. Doch, 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 den kriegen wir jetzt. Und den anderen werden wir jetzt auch mit dem Takedown erledigen. So, wunderbar. Ein bisschen schneller auf ihn zugesprintet. Dadurch hat er uns dann nicht mehr bemerken können, beziehungsweise keinen Alarm mehr schlagen können. Okay. Erreiche den Kontrollraum. Gut, das heißt, wir haben jetzt unsere Mission abgeschlossen, nicht entdeckt zu werden. Dann kann ich jetzt wieder ein bisschen lauter sein hier. Ja. Also im Spiel, ne? Nicht am Mikro. Okay, auf geht's nach oben. In den Kontrollraum. Anscheinend finden wir da auch noch ein paar Informationen. Na gut, da oben ist er ja schon. War ja gar nicht mal so weit entfernt. Schon ein bisschen älter, das Schiff, oder? Hat auch die besten Zeiten hinter sich, wie es aussieht. Körperpanzer. Reduzieren den erlittenen Schaden. Achte auf das blaue Feld neben der Minikarte. Kaufen neue Körperpanzer. Achso, ja, wir haben aber noch einen ziemlich guten Körperpanzer. Hier ist jedenfalls Munition. Allerdings haben wir Munition voll, wie es aussieht. Na gut. Interagieren. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Hier Sehne. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Oh oh. Hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Wir sollten hier sofort weg. Achso, wir sollen die Verstärkung auf dem Strand beseitigen. Na gut. Super. Schwierigkeit. Du kannst jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern. Na danke. Das bereitet mich jetzt hervorragend auf die Situation vor. Findest die Option dafür im Gameplay? Ja, schön. Ich möchte jetzt aber eigentlich gerade nicht den Schwierigkeitsgrad ändern. Ich dachte, ich kriege das vielleicht mal so hin. Aber nö. Wir werden natürlich erstmal mit dem Schwierigkeitsgrad konfrontiert, weil wir ja schlecht sind. Na gut, wir sind noch nicht so gut, aber auch nicht so unfassbar schlecht, oder? Oh, das war eine Granate. Na sowas. Ich schätze mal, wir sterben gleich. Kriegen wir den? Oh, von da hinten wird geschossen. Wir heilen uns mal kurz. Wir haben nur noch ein paar Spritzen da. Das sollte nicht das Problem sein. Bist du tot? Ja, du bist weg. Du bist auch weg. Solange wir unsere Munition noch haben, ist das alles in Ordnung. Wenn wir gleich munitionslos sind, könnte das Ganze zu einem kleinen Problem werden. Der steht da falsch. Der steht da ganz falsch. Da, lauf mal da hinten hin. Da bin ich nämlich. Ja, genau. Lass dich ablenken. Sehr schön, den haben wir auch. Da hinten fehlt noch einer, wie es aussieht. Aber den könnten wir mit einem Takedown erledigen, wenn wir das richtig anstellen. Ja, da ist er. Zack, einmal das Messer rein. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Jason,
Vaas will unseren Tod. Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Okay, laufen wir mal zurück. Erfolgt der Ruf der Medusa. Ja, wunderbar. Haben wir geschafft. Und jetzt sollen wir mit Dennis sprechen. Das machen wir doch mal. Liegen überall Truhen rum. Auf dem ganzen Strand sind nur Truhen. Ah ja, wir haben ja eine größere Brieftasche. Das heißt, wir können ruhig alles plündern, was uns hier in die Wege, in die Quere kommt. Wo ist denn hier die Truhe? Hier oben? Nein. Oder? Doch. Da vorne? Keine Ahnung. Hier? Hier gibt es auch noch Truhen. Hier soll... Ja, hier ist eine. Das ist gut. Dann nehmen wir die auch noch mit. Joker-Spielkarten. Na klasse. Ich will gar keine Spielkarten haben. Ich spiele jetzt nicht gerade. Beuterucksack voll. Na sowas. Stoßen. Stoßen. Schieben wir das mal kurz zurück ins Wasser und fahren einmal Boot. Kann man ja auch mal machen, ne? Haben wir, glaube ich... Ne, haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, dann probieren wir mal das Boot aus. Warum nicht? Ah, okay, gut. Das hat funktioniert. Wir sind drauf. RIP. RIPs sind stabile, leistungsstarke und leichte Boote. Die du hier auf der Insel findest, sind zivile Boote aus einem ehemaligen Vergnügungspark, die mit MGs ausgerüstet wurden. Natürlich. Im Freizeitpark hatten sie noch keine MGs, aber jetzt schon. Sie bieten 6 Passagieren Platz oder 7. Das ist ganz willkürlich, wenn du deine Kinder mitbringst. Bezieht sich das auf das Kind im Kopf oder... Ach, die schöne Erinnerung. Ja, jetzt, ne? Immer mit der Ruhe. Uns geht's gut hier. Wir sind nur am MG hier. Kann ich hier irgendwie die Position noch wechseln? Nö. Jedenfalls nicht so direkt. Nee. So. Wir wollen jetzt nicht schon wieder hier alles rammen. Wo ist eigentlich auf der Karte das, wo wir jetzt hin sollen? Sprich mit Dennis, ja. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Okay, das ist in Amanaki. Das ist relativ weit weg. Von daher könnten wir die Schnellreise benutzen. Ist jetzt nur die Frage, wollen wir das? Denn wir befinden uns gerade da. Und eigentlich wollen wir das schon, oder? Ach komm, wir fahren jetzt hier rein. Mit dem Boot an der Küste. Nein. Ich wollte eigentlich nicht absteigen. Wo ist eigentlich das MG, von dem hier berichtet wurde? Hier ist gar keins dran. Lügner! Ich wollte doch ein MG haben. Wir fahren jetzt mal mit dem Boot außen rum. Da wir das noch nicht gesehen haben. Sonst würde ich jetzt sagen, wir benutzen die Schnellreise. Aber so haben wir ein Lager gefunden. Oder? Ist es ein Lager? Die rote Flagge ist... Welcher Wreckers Haus. Da könnten wir einen Schnellreisepunkt... Amanakis Außenposten. Werden die gleich angezeigt? Nö. Aber eigentlich könnten wir das mal kurz einnehmen hier, oder? Da sind so ein paar Gegner. Ich würde sagen, wir schleichen uns hier von der Seite an. Wenn man das Anschleichen nennen kann, was wir hier gerade tun. Oh, da ist ein Jetski. Den könnten wir uns gleich auch schnappen. Was bedeutet ein Draufgänger? Was ist ein Draufgänger? Ein Draufgänger sind wahrscheinlich Typen, die alles machen würden. Scheißegal, ob sie sterben oder nicht. Hier sind nur Draufgänger, aber den haben wir gut erwischt. Ich lad mal nach. Der ist anscheinend kein Draufgänger. Die Frage ist, woher weiß es unsere Kamera, dass es ein Draufgänger ist? Verdammt, die haben einen Alarm ausgelöst. Das bedeutet, dass wir ein kleines Problem haben gleich, wenn die Verstärkung eintrifft. Da ist die Verstärkung auch schon. Wir sollten den Alarm so schnell wie möglich ausschalten. Ich weiß, den hätte man jetzt theoretisch noch am Kopf erwischen können, aber... So, dafür haben wir es jetzt. Okay, gut, das war... Warum steigt der ab, wenn er ein MG auf dem Dach hat?
Das war nicht klug von ihm. Du wirst auch drauf gehen. Gut, da vorne ist noch einer. Und das war richtig schlecht geschossen. Kriegen wir aber mit dem Messer, oder? Ja, sehr gut. Oh, wir haben den in Außenposten eingenommen. Na gut, ich dachte nicht, dass es jetzt so schnell geht. Das war auch nicht schlecht. Natürlich, Außenposten befreit. Der hat eine Shotgun dabei. Die werde ich nehmen, weil wir gerade sowieso eine Waffe zu wenig dabei haben. Also für nähere Schüsse haben wir jetzt eine Shotgun. Die M133 ist eine russische... Oh, na toll. Vorderschafts-Repetierflinte oder Pump-Action-Shotgun. Nicht zu verwechseln mit Natascha, die russische Pump-Action unten am Hafen betreibt. Oh Gott, ist das schlecht. Die Waffe wurde für zivile und polizeiliche Zwecke entwickelt. Da sie relativ günstig ist, wurde sie massenweise von Fars und seinen Piraten gekauft. Na gut. 2 von 34 Außenposten befreit. Na, finde ich gut. Man kann die Außenposten theoretisch auch wieder alle auffüllen, aber man begegnet eigentlich zwischendurch genügend Leuten. Von daher müssen wir jetzt nicht auch noch die Außenposten erneut machen. Neue Aktivität. Messerwerfenspiel. Cool. Hier gibt es echt viel zu machen in dem Spiel, ne? Ich glaube, wir werden hier noch viel Spaß haben. Na komm, interagieren. Wir fahren jetzt erstmal da hinten hin zurück. Falls das Boot denn mitmacht. Na, mit ein bisschen Einlenken geht's. Na gut. Ich würde sagen, wir machen die Folge noch bis dahin, wo wir zurück sind. Bei dem Typen, weil ich ja sowieso gerade optional hier rum... Da sind Schätze im Wasser. Optional hier rumfahre. Eigentlich könnten wir die Schnellreise benutzen, aber ich hatte Lust, das Boot einmal auszuprobieren. Von daher möchte ich euch auch nicht dafür belangen, indem ich die Folge jetzt extra schneide, bevor wir da sind. Wo wir ja eigentlich schon hätten da sein können. Also ob hier jetzt... Oh, hier muss man anscheinend über den Strand. Aber das soll uns nicht aufhalten. Alles kein Thema für uns. Wir fahren auch über den Strand mit dem Boot. Ich glaube, ich bin eben eine zu früh abgebogen. Sonst hätten wir ja nicht über den Strand gemusst. Aber wir gucken sicherheitshalber mal auf die Karte. Nicht, dass wir hier doch noch falsch sind. Wo zum Henker sind wir? Oh, wir sind... Oh, wir sind schon da unten, okay. Theoretisch könnte man also hier noch den Fluss entlang... Ah, wir sind da gerade rüber. Würde ich sagen, wir versuchen einfach mal hier so Inselhopping zu machen über diese kleinen, diese kleinen Zwischeninseln da. Und immer wieder im Wasser zu landen, was dahinter ist. Oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh. Funktioniert das? Die Frage hat sich gerade erübrigt. Nein, es funktioniert nicht. Wir könnten hier noch die Pflanze mitnehmen, aber ich glaube, unsere Beutetasche ist voll, oder? Ja. Ja, okay, dann kümmern wir uns damit gleich drum. Nicht drüber. Wir kümmern uns da drüber, genau. Ne, da drum und... machen das in der nächsten Folge. Damit wir jetzt wenigstens noch zurückkommen. Da kann ich jetzt mal dahin laufen, oder? Wie weit ist das denn noch entfernt? Da oben ist jedenfalls der Funkturm. Ach, da unten ist das Dorf. Okay, gut. Er hat sogar schon die Waffe weggepackt, weil wir jetzt schon da sind. Okay, wir können auch rutschen. Das hat mir nämlich letztes Mal auch als Fähigkeit freigeschaltet, aber irgendwie... Na, Sprinten und Steuerung ist so eine Sache. Müsste man eigentlich mal die Tasten umlegen. Jetzt weiß ich auch, warum man Ducken meistens jetzt auch auf C hat. Und was wir mit ihm besprechen, das... Oh. Was ist passiert? Sehen wir jetzt noch. Was plant unser Dorf anzugreifen? Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Was will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Was geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden?
Okay. Viel Glück. Schon wieder so eine blöde Schleichmission. Na gut, wir haben Spielverderber jetzt freigeschaltet. Das ist unsere nächste Mission. Ob wir das jetzt direkt machen, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Powerpilz. Ciao.